Mein Name ist Bernhard F. Kassel. Ich bin so ein bisschen universal orientiert. Ich bin auch schwierig einzuordnen, geschweige denn zu integrieren. Ich bin eine gewisse autonome Existenz. Der Lokomotivführer noch sagte, man soll es nicht ausschalten. Das kostet Strom. Also, komm mal rein. Habe ich nicht verstanden, Entschuldigung. Wo Sie jetzt hinfahren, wo Sie noch filmen? Fürth, nach Fürth mal mit. Was ist das letzte Mal der Eisenbahn? Ja, da bin ich auf dem Weg nach Bielefeld. Vielleicht vor 10 Jahren ungefähr. Seitdem. Ich weiß nicht, ob ich da Eisenbahn bin. Und die Uhrzeit würde ich mal, ehrlich meinen. Meine Konversation auf dem Bett organisiert. Also der Raum, der hat sich so seit dem Februar 2007 hat sich der etwas gefüllt. Um es mal zurückhaltend bürgerlich auszudrücken. Und das ist halt immer so bei mir oder bei wahrscheinlich Kollegen oder so, wenn es Kollegen in dieser Form gibt, ähnlich da. Entdeckt man was, man hält es fest, ne? Man nimmt ein, man steckt es in die Tasche und irgendwann kommt dann eine ganze Sammlung. Und es geht immer schon so, dass man sagt, Mensch, daraus könnte was Großes entstehen. Ne? Zum Beispiel das da mit dem, von dem Praline-Untersatz da vorne. Mit der, ne? Das ist an sich für mich in der Umkehrung der Formen, war das für mich der Entwurf einer assyrischen Stadt. Ja, und naja, das hat sich halt alles irgendwie so angesammelt. Dann kommt teilweise so kunstorientierte, teilweise einfach so. Das kann man schwierig sagen. Ja, das entsteht einfach so aus einem spontanen Akt der Wahrnehmung. Ja, und dann sammelt man das erstmal. Ja. Ich bin an sich ein Vertreter einer nicht zu bremsenden, gefräßigen Neugier. Der Triebzwang in die UB, um es mal so zu sagen, ist die reine Materie. Ne? Also das, was in den Regalen da rumsteht oder gleich. Ne? Gegenüber allem Oberflächlichen, ne? Was uns täglich, oder was mir täglich, ne? Was ich Extremfall TV, ne? Habe ich mich irgendwann ab einem Zeitpunkt mit Grausen davon abgewendet. Ja? Ich sitze lieber 2 Stunden umsonst in der UB, aber keine 5 Minuten vor dem TV. Ich habe den Bau der Unibibliothek habe ich von ganz unten bis ganz oben selber mitgebaut. Ich war wohnlich der Nachbar, hatte immer einen guten Kontakt schon mit der beginnenden Baustelle, mit den Bauleuten. Und wie der erste Aushub und die ersten Fundamente gelegt wurden an der Universitätsstraße, kam der Polier zu mir, hat gesagt, Bernhard, kannst du uns für 14 Tage aushelfen? Unser Magaziner ist noch nicht da. Der Magaziner ist der Universalmensch, der für Kleinwerkzeuge und Brotzeit holen und dergleichen zuständig ist. Und aus diesen 14 Tagen sind dann 2,5 Jahre geworden.
Und deswegen habe ich natürlich einen besonderen Bezug auch. Ich weiß also heute noch, wer seinerzeit die Treppen ausgeschaltet hat, ne? Am Samstagvormittag, da kam die Nachbar. Müsst ihr denn auch am Samstag? Ne? Habe gesagt, wir müssen. Wir gehen jetzt zum AG, zum Amtsgericht nach Fürth, in der Bäumenstraße. Von da ist die lang aufgeschobene Sache klären. Mehr will ich jetzt aber nicht sagen. Entschuldigung. Ne? Ja, weil das berührt wieder andere Zusammenhänge. Also wie gesagt, ich bin im Oktober 1933 in Stockholm geboren. Mein Vater war Edelsteingraveur, hat aus der Gegend Niederwörresbach, ne, bei Ida Oberstein hergestammt und war an sich beruflich in Stockholm. Und wir hatten im Sommer, jeden Sommer immer eine Reise, besuchsweise nach München, weil mein Großvater war Architekt und Kunstmaler in München. Mütterlichseits. Und das war dann also ab 33. Ne? Und 39 sollte das also auch sein. Und dann durch die politischen Umstände konnte man rein, aber nicht mehr raus. Und 1945, also der Krieg zu Ende. Ne? Und mein Vater wurde dann von Siemens Berlin nach Siemens Erlangen beordert. Und die Familie kam also mit. Dann kam der Umzug nach Erlangen. Ne? Eine Feinmechanikerlehre absolviert. Ne? War der Beste im Lehrjahr mit 1,1. Ne? Und dann habe ich gesagt, dann tue ich mich erst entscheiden, ob ich und so weiter. Ne? Bin aber erstmal, dann kam eine Neugier auf, weil Industrieapparat und sonst war mir vollkommen fremd. Ne? Dann kam noch 3 Jahre Facharbeiterzeit dazu. Da habe ich gesagt, so, jetzt gehe ich erstmal auf die Kunstakademie. Aber der Kunstakademiebetrieb, der war mir dann etwas zu lahm. Ne? Bin dann nochmal in die Siemens-Apparatur rein, weil ich nochmal Detailkonstrukteur werden wollte. Ne? Danach habe ich gesagt, naja, dann verging das so ein bisschen salamimäßig, ne? Mal da und mal da. Ne? Und hatte mich dann auch politisch etwas, ne? Aber das hat sich dann alles wieder, ne, weil das ist alles nicht mein Bier, wie man so sagt. Ne? Und naja, allein, das kann ich auch sagen, obwohl das jetzt eine familiäre Sache ist, ne, in dem Moment, wo ich gesagt habe, ich bin nicht mehr oder ich gehe weg von Siemens, ne, da war das natürlich, boah, ne, so, ne, noch zur Kunstakademie und sonst was und so weiter. Ne? Also naja, gut, also wie es auch immer gelaufen ist, ne, aber ich habe das so gemacht, wie ich es für gut halte und für richtig sehe. Ne? Also immer meinen Neigungen, meiner Interessenlage nach. Ah ja, Sie sind vom Fach. Ja. Hinterlegungsstellung. Im Gebäude, aus Nummer 32. Die haben mich gelinkt. Wie man so sagt, ja? Die Vorgeschichte ist die, dass ich irgendwann erkennbar ein Dissens zwischen mir und Teilen der Verwaltung des Gemeindewesens Erlangen ergeben hat. Die Gemeinde, ne, also die Verwaltung, die 40% ne, dazu benutzt hat, ne, um eine Versteigerung zu betreiben des Grundstücks. Das ist die Obere Karlstraße 4, die unmittelbare Ostseite der UB. Ja. Und der Gesetzgeber räumt also zweimal ein halbes Jahr an zur friedlichen Übereinkunft der Miteigentümer. Und die friedliche Übereinkunft hat sich eben nicht realisieren lassen. Und zwar war das Ende Mai 1989.
Ich habe mich nicht gefühlt vor die Tür gesetzt, sondern ich war vor die Tür gesetzt. Mittels Zwangsräumung. Ja? Unter dem Verlust meiner gesamten Besitzverhältnisse, meiner gesamten Arbeiten, meiner familiären Besitzteile, ne? Ist alles in Verlust geraten. Ja? Nicht mehr da. Ja. Entsorgt, sagt man. Geblieben ist nur Kapital. Ich habe mir vorgenommen, bis Ende 2009, ja, halte ich mein Maul. Und ab 2010, ne, da klappe ich meine Messer auf. Also jetzt nicht im Sinn, direkten Sinne, natürlich im übertragenen Sinne. Ne. Ich habe jetzt einfach den Zeitraum gebraucht, ne, um mich mental wieder zu neu zu orientieren. Also, ich will ganz kurz Folgendes sagen. Der eigentliche Anlass und Bemühung von meiner Seite jetzt hier in Fürth, in der Bäumerstraße, beim Amtsgericht in Fürth, bei der Hinterlegungsstelle, die Sache zu erledigen, ist optimal gelaufen, wenn auch noch mit erheblichem zeitlichen Aufwand. Ne? Das Geld nach dem Versteigerungsakt wurde bei der Hinterlegungsstelle in Fürth erstmal deponiert. Und es wurde so lange deponiert, bis ich die Teilung eingeleitet habe. Und das ist jetzt soeben geschehen. Ich bin auch immer ein bisschen belustigt, ne? Dass Leute sich nur für Fernsehen interessieren oder sonst was. Ne? Also ich sag schon, ne? Bei mir laufen die Fäden irgendwie anders, ja? Vom Jahrgang her kriegt man natürlich immer alles Mögliche von der Verwaltung zugeschickt. Dann kann ich nicht anders als ironisch zu antworten. Ne? Jahrgang 33, ich will nicht übertreiben. Bis 2033 meine Projekte realisieren, hm? Und dann begebe ich mich in Ruhestand. Die Kirschblüte blüht, der Schmetterling fliegt davon.